Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir darüber, warum es immer mehr FH-Studierende ins Investmentbanking schaffen. Ne? Wenn man sich das mal auf LinkedIn anschaut, dann sieht man ja immer mehr FH-Studierende, die bei Elite-Boutiquen arbeiten, in Praktika, teilweise auch bei führenden Investmentbanken, bei Tier-3-Investmentbanken etc. Wir wollen nicht sagen, dass die alle von uns sind, aber der eine oder andere wird natürlich auch bei Pumpkin sein. Wir wollen euch mal Hintergrund geben, warum das so ist, warum es immer mehr FH-Studierende ins Investmentbanking schaffen. Jonas, kannst du uns vielleicht ein bisschen Kontext geben, wer wir sind, was wir machen für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, wir beide haben vor knapp 3 Jahren Pumpkin Careers gegründet. Damit bieten wir unter anderem Online-Programm an, wo wir sehr eng mit ambitionierten Studierenden zusammenarbeiten. Mittlerweile über 1000 Personen, die aktiv in diesem Programm sind. Das heißt, es ist ein sehr, sehr starkes Netzwerk, dem aber auch sehr, sehr viele Inhalte zur Verfügung stehen, wo man genau weiß, eigentlich zu jedem Zeitpunkt, was man potenziell als nächstes macht, wie man sich auf das Interview vorbereitet, wie man eine Bewerbungsunterlage erstellt, blablablub. Das heißt, man hat hier wirklich einen einzigartigen Wissensfundus und kann auch jederzeit interagieren. Darüber hinaus arbeiten wir praktisch mit über 50 Unternehmenspartnern zusammen aus dem Bereich Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity, Venture Capital und so weiter und so fort. Und ja, haben dadurch natürlich auch diverse Berührungspunkte mit Personen, die an Fachhochschulen studieren. Jetzt ist es natürlich so, teilweise auch durch uns selbst eingeleitet, ist das Thema Target-Universitäten deutlich präsenter geworden. Das ist auch vollkommen zu Recht. Grundsätzlich, weil, wenn man sich sehr früh damit beschäftigt, sollte man definitiv auch versuchen, an eine bestmögliche Universität zu gehen. Das hat einfach relativ offensichtliche Vorteile. Man kommt einfacher in Kontakt mit anderen ambitionierten Personen. Man kommt einfacher in Kontakt mit Unternehmen und man hat letztendlich diesen Ruf der Hochschule. Und das erkennt man ja alleine daran, dass gewisse Unternehmen da vielleicht präsent sind, während sie an anderen Universitäten oder Fachhochschulen oder sonstigen Hochschulen irgendwie nicht präsent sind. Das heißt, da gibt es ganz, ganz klar interne Richtlinien wirklich auch von Unternehmen und jeder, der das bestreitet, insbesondere auch von den Unternehmen selbst, der oder die lügt dich dann einfach nur an. Das ist leider immer ein bisschen schade. Kann ich wirklich nachvollziehen, warum dann nicht einfach eine gewisse Ehrlichkeit gefahren wird, weil man muss ja nur mit diesen Personen dann auch mal im Vertrauten sprechen, dann werden die einem sagen, oh, die Balz-Bröckelt-Bank, die ist ja nur an 3 bis 4 Universitäten mit Workshops. Wieso machen die das denn? Ja, natürlich, weil sie sich auf diese Universitäten fokussieren im Recruiting. Ganz, ganz klar. Wie kommt das denn zustande? Ich bin jetzt auch gleich fertig. Wie kommt man das zustande? Letztendlich kommt das halt zustande dadurch, dass historisch da gewisse Netzwerke existiert haben zu Alumnis, zu Unternehmen, zu ambitionierten Studierenden, wodurch einfach ein gewisses Wissen auch weitergegeben wurde, vielleicht auch eine gewisse Einstellung zum Beruf. Aber vor allem auch das Wissen und dadurch hat man einfach signifikante Vorteile in den Bewerbungsprozessen. Ne, wenn man weiß, was einen vielleicht erwartet, worauf man sich vorbereiten muss, wenn man überhaupt weiß, wo man sich überhaupt bewerben muss, wenn man weiß, wann man sich bewerben muss, da fängt ja dann teilweise überhaupt auch schon an, überhaupt mal die Branchen genau zu kennen und so weiter und so fort, dann hat man einfach einen riesigen Wissensvorsprung. Und dieser Wissensvorsprung, der war dann vor allem an gewissen Universitäten, teilweise Privatunis, teilweise staatlichen Unis gegeben, die nennt man dann typischerweise Target-Universitäten. Ist aber jetzt natürlich so, dass das immer und immer weiter aufgebrochen wurde. Allgemein durch das Internet, durch Verteilung von Wissen, aber ich würde sagen, dass wir da auch einen sehr, sehr wichtigen Anteil dran gehabt haben die letzten Jahre. Zum einen durch den ganzen kostenfreien Content, aber natürlich auch explizit für das Coaching-Programm, wo wir natürlich auch mit vielen zusammenarbeiten, die vielleicht nicht mit 17 dann schon wussten, dass es Target-Unis gibt und so weiter und so fort und dann vielleicht sich zum Beispiel für ein Studium an der FH entschieden haben, was absolut fein ist. Und die haben natürlich manchmal auch cooler klingende Studiengangnamen oder sowas in die Richtung, sind vielleicht auch immer vor Ort, muss man vielleicht nicht umziehen und so weiter und so fort. Gibt ja auch Gründe durchaus dafür. Und diese Person haben wir praktisch mit diesem Wissen dann ausgestattet. Wie gesagt, manchmal gibt es vielleicht auch andere Quellen, aber ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr signifikanten Anteil dran. Was früher praktisch in einer viel kleineren Anzahl von Personen ja, zustand, dieses Wissen. Und jetzt ist dieses Wissen eigentlich sogar noch besser. Das heißt, diese Personen haben Zugang auf einen Wissensfundus, der einfach nicht vergleichbar ist. Und die haben auch ein Netzwerk, was nicht
vergleichbar ist. Das heißt, eigentlich sind sie da mittlerweile sogar besser ausgestattet wie eine Person, die an einer x-beliebigen Target-Universität studiert und einfach mit einer gewissen Arroganz vielleicht auch mittlerweile an dieses Thema rangeht. Weil wir sagen ja auch immer zum Beispiel, Target-Unis sind super. Genau. Und dann einfach links und vielleicht manchmal sogar auch rechts legalerweise. Ich meine, der Fakt dafür, dass wir Leute haben, die an Fachhochschulen studieren, die deutlich bessere Praktika während ihres Bachelors bekommen als ein Großteil von Target-Studierenden, sagt ja schon alles. Ja. Es ist also nicht so, dass... Das sind auch keine Ausnahmen bei den erfahrenen Studierenden, sondern es ist wirklich... Also natürlich gibt es Leute, die bei uns an Target-Uni studieren, die bessere Praktika bekommen als jeder Fachhochschulstudierende bei uns im Coaching. Und es wird auch Leute geben an Target-Unis, die nicht bei uns dabei sind, die bessere Praktika bekommen als jeder Fachhochschulstudierende. Ganz klar. Aber es gibt viele Fachhochschulstudierende, die bei Pumpkin mit dabei sind, die bessere Praktika bekommen als der Großteil der Studierenden von Target-Unis. Nicht nur allgemein, sondern auch der Großteil der Studierenden an Target-Unis, die grundsätzlich von sich behaupten, sie hätten das Ziel Investment Banking Strategie, Bottom Private Equity. Wo man halt sieht, sie versuchen diesen Weg zu gehen, aber sie gehen halt sehr ineffizient vor. Und das ist auch kein Vorwurf. Da musst du dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich gehe ineffizient vor, ich erreiche irgendwie nicht so ganz gut meine Ziele. Weil auch an diesen Unis, selbst wenn die ein starkes Netzwerk haben, selbst wenn es irgendwie Alumni gibt, selbst wenn es eine Career Service gibt, es ist halt nicht so explizit darauf ausgerichtet, dich schnellstmöglich in Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity zu bringen, wie wir das einfach machen. Und da gibt es auch niemanden, der das irgendwie so intensiv gemacht hat über so einen Zeitraum von 3 Jahren. So, wir kennen jeden Bewerbungsprozess bei jeder Firma inzwischen in- und auswendig. Wir haben unsere ganzen Techniken und Systeme, wie wir uns auf Bewerbungsprozesse vorbereiten, auf Interviews vorbereiten. Das ist mit so vielen Leuten schon durchgegangen worden, dass es so, sag ich mal, so geformt wurde, dass es so effektiv funktioniert. Das hatte halt sonst niemand bisher in der Geschichte gemacht. Und deshalb ist es halt auch dann kein Wunder, dass jemand, der zu uns kommt, bei dem das Häkchen nicht ist an der Uni, aber bei dem sonst eben alles gut ist und der die richtigen Techniken und Systeme benutzt, dass der an dir vorbeizieht. So. Und wenn du jetzt also an der FH studierst, oftmals ist dann so irgendwie, ich spreche auch oft mit Leuten, dazu kam jetzt auch vor einer Weile mal ein Video auf meinem Kanal online, dass du dich jetzt auch nicht dafür schämen musst, an der Fachhochschule zu studieren. Ne? Also ich spreche da immer mit den Leuten und heißt ja, ich studiere an der und der FH und so, ja, ich weiß, keine Target-Uni. Und dann druckst man immer so ein bisschen rum, aber ich sage so, hey, guck mal, du hast jetzt halt diese Entscheidung getroffen, steh dazu und guck, dass du jetzt einfach da das Allerbeste für rausholst. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn du direkt an eine Target-Uni gegangen wärst, aber das ist jetzt kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern du musst jetzt halt hingehen und sagen, wie kann ich jetzt das Beste aus meiner Situation herausholen? Und ich kann dir sagen, du kannst auf jeden Fall mit den rechten Techniken und Systemen, kannst du natürlich auch selber versuchen, das hinzubekommen, smarter wäre es vermutlich, zu Pumpkin zu kommen, kannst du halt an Leuten, an Target-Unis vorbeiziehen, die nicht wissen, wie das funktioniert. Und die Firmen tauen immer mehr auf. Weil die jetzt halt merken, okay, wir haben ein paar FH-Studierende und die sind eigentlich mindestens genauso motiviert, vielleicht sogar motivierter als die Target-Uni-Studierenden, weil sie eben nicht diese, sage ich mal, Selbstverständlichkeit mitnehmen, dass sie eher eine stabile Praktika bekommen, sondern weil sie sagen, ich habe ultra dafür gekämpft, mir dieses XYZ-Praktikum zu organisieren. Jetzt zeige ich hier auch, dass sie richtig gehandelt haben, dass sie mir ein Angebot gegeben haben. Also die Leute bei uns von den FHs, die stabile Praktika bekommen, alle Leute aus dem Netzwerk von uns, die schon bei uns dabei sind, die wissen Bescheid, das sind Hustler. So, die geben schon richtig Vollgas. Natürlich geben auch die Leute von uns von den Target-Unis richtig Vollgas und die bekommen dann richtig geile Erfolge. Aber so die Leute, die jetzt irgendwie von den Fachhochschulen bei irgendwelchen Top-Investment-Banken sind oder Tier-2-Strategieberatungen, Top-In-House-Beratungen etc., das sind schon Hustler. Und die sind jetzt auch nicht seit gestern im Coaching dabei, sondern die waren dann schon über mehrere Semester meistens dabei, haben dann wirklich gehasselt. Und dann kriegt man halt irgendwann die Früchte der harten Arbeit. Und dann denken halt alle, der kennt da irgendwen, der ist da durch Connections reingekommen, durch Glück, durch Zufall, Diversity-Hire oder sonst was. Nee, das ist einfach das Ergebnis von harter Arbeit. Und wie ich es gerade schon gesagt hatte, die Firmen tauen immer mehr auf. Und damit haben natürlich dann wir auch viele Vorreiter sozusagen gebracht, die dann mal so die Lanze gebrochen haben und gezeigt haben, okay, man kann auch mal einem FH-Studierenden eine Chance geben. Und ich bin schon der Meinung, natürlich sorgen wir zum einen dafür, dass immer mehr ambitionierte Leute an die Target-Unis gehen, wodurch die Target-Unis wieder stärker werden. Aber gleichzeitig geben wir halt immer mehr Leuten von Nicht-Target-Unis eben auch die Chance, da reinzugehen. Wodurch ich schon der Meinung bin, dass über die nächsten Jahrzehnte diese Geschichte Target-Unis schon immer mehr abnehmen wird.
und es einfach ein bisschen diverser hier bei uns wird in der Hochschullandschaft. Wofür sich natürlich dann jetzt im ersten Blick natürlich alle drüber aufregen, beschweren, so, oh, wie kann Pumpkin das machen? Aber in 10, 20 Jahren, denke ich mal, werden dann auch die Firmen sagen, okay, das war schon sinnvoll, dass ihr das so ein bisschen geöffnet hat, dass man einfach ein bisschen diverser ist. Wobei, also aktuell sind wir ja schon hier diverser aufgestellt, was die Unis angeht, als irgendwie in UK zum Beispiel. Ne? Immer wenn ich mit Recruitern spreche, irgendwie auch von Investmentbanken und so weiter, die sagen dann, okay, weißt du, David, in UK, wir haben es so easy mit dem Hiring, wir gehen einfach an die LSE, dann gehen wir noch an die LBS, machen da einen Stand auf und dann haben wir alle Slots gefüllt und gehen vielleicht noch ans King's College oder so und dann sind wir voll irgendwie mit Praktikanten. Hier in Deutschland musst du dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen und finden es von überall so zwei, drei gute Leute. Das heißt, allgemein ist es in Deutschland schon diverser, das wird noch diverser werden, vermutlich. Es sei denn, irgendwie eine Uni kriegt es mal... arbeitet vielleicht ein bisschen noch enger mit uns zusammen, als manche schon machen, dann hat es vielleicht wieder einen anderen Effekt. Aber das ist so ein bisschen die Richtung, die ich da sehe. Jonas, wie stehst du dazu nach meinem Monolog? Das war ein ordentlicher Monolog auf jeden Fall. Nee, ich glaube auch, letztendlich ist das ja eigentlich einfach nur ein Mechanismus gewesen, der auch Sinn gemacht hat. Ne? Also ist ja letztendlich irgendwo auch eine Art Vorurteil oder sowas in die Richtung, die existieren ja aus einem gewissen Grund, aus einer gewissen Vereinfachung heraus. Und letztendlich ist das auch eine Vereinfachung für die meisten Unternehmen gewesen, halt auch so vorzugehen. Gleichzeitig merken sie aber natürlich auch immer teilweise, dass vielleicht eine gewisse Zielgruppe auch gar nicht mehr ganz so ambitioniert zu sein scheint. Und gleichzeitig, dass halt vielleicht eine Person, die erst mit 20, 22 feststellt, dass sie jetzt wirklich Vollgas geben will, dass sie hohe Ziele hat, dass die vielleicht sogar gar nicht weniger motiviert ist als die Person, die seit sie 5 ist, erfährt, dass man doch am besten in der Wirtschaft hoch hinaus gehen sollte. Und ich glaube, dass da einige oder sehr viele sich in ihrer Arroganz nochmal ganz schön umgucken werden in den nächsten paar Jahren. Weil es ist einfach nicht mehr ausreichend, irgendwie einfach an eine x-beliebige Target-Universität zu gehen, besonders auch an eine Privatuni, wo das Gefühl, glaube ich, nochmal deutlich verbreiteter ist, wo viele denken, nur weil sie jetzt das Geld ausgeben, läuft das ja schon. Da werden sich einige nochmal ganz schön umschauen müssen, dass das einfach nicht mehr ausreichen wird, sondern dass sie da auch auf anderen Ebenen ein anderes Level erreichen werden müssen, einfach weil der Pool an Leuten dadurch breiter wird und sie auf einmal Leuten gegenüberstehen, die halt einen ganz anderen Wissensfundus haben. Das ist einfach sehr schwierig in der Competition dann da noch sinnvoll mitzuhalten. Genau, ich glaube auch, dass dadurch die Hochschullandschaft deutlich diverser wird, was auch eine super Sache ist, weil eigentlich ist es ja wirklich halt einfach nur eine Vereinfachung gewesen und letztendlich gibt es eigentlich keinen Grund, warum eine gewisse Hochschule einen Nachteil haben sollte, außer man hat halt eine historische Statistik praktisch dazu und die wird jetzt immer irrelevanter praktisch. Ne? Und deswegen solltest du dich auf jeden Fall auch mal mit uns beschäftigen. Ne? Also ich glaube, wir sind in den letzten Jahren eigentlich der Hebel gewesen für sehr, sehr viele Personen, sei es, dass sie sehr gute Ausgangssituationen haben, die optimieren wollten, oder sei es jetzt auch, dass man vielleicht eine mäßig mittelgute Ausgangssituation hat und jetzt auch Vollgas geben möchte, das schaffen wir einfach. Da haben wir mit Hunderten, da war ja eigentlich sogar mit Tausenden Personen nachgewiesen, dass wir genau diese Wege gehen. Gibt ja auch sehr viele Videos auf diesem YouTube-Kanal, wo wir auch mit Teilnehmenden und Teilnehmenden sprechen. Schau dir die gerne mal an, schau gerne mal auf unsere Webseite pumpkinqs.com, trag dich da gerne ein für ein erstes Gespräch, wenn wir schauen, ob das überhaupt passen kann, ob das auch finanziell passt und dann gibt es sowieso nochmal eine ausführliche Status-Quo-Analyse, zeigen wir dir einmal genau auf, wo stehst du aktuell, was sind vielleicht auch die Sachen, die kannst du verbessern, die kannst du dann potenziell alleine umsetzen, letztendlich macht es aber funktioniert am meisten Sinn, die gemeinsam mit uns anzugehen. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, kannst du gerne mir, sehr, sehr gerne auch David, einfach mal schreiben, die Fragen. Je nachdem kann man auch da dann vielleicht mal ein kurzes Gespräch ausmachen, wo man da einfach durchgeht und schaut, ob das überhaupt allgemein Sinn macht, vielleicht auch schon mal ein paar erste Einblicke gibt. Und ja, sonst abonniert den Kanal, ne? Liked das Glocke, Glocke aktivieren. Liked das Video. Schreibt
Feedback in die Kommentare, gerne auch nette Kommentare schreiben. Freuen wir uns auch immer drüber. Und sonst bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.